Nokia 7.2 oder Xiaomi Mi A3? Welches Produkt ist besser? Ein aufschlussreicher Vergleich. Ich vergleiche die Unterschiede der Daten von beiden Handys in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es einen Sieger. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video klicken. Design. Beim Punktdesign ist das Mi A3 mit 51 zu 49 Punkten sehr knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 6,2 Gramm leichter, 3,2 mm schmaler, 6,4 mm kürzer und 5,4% geringeres Volumen. Das Nokia 7.2 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 0,2 mm dünner. Bildschirm. Bei der Kategorie Bildschirm ist das Nokia 7.2 mit 78 zu 65 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 40% höhere Pixeldichte, 2,2-fach höhere Auflösung, 4,8% größere Bildschirmgröße, besitzt ein IPS-Panel und hat Saphirglas-Display. Das Mi A3 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2 neuere Versionen von Gorilla Glass und OLED bzw. AMOLED-Bildschirm. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Nokia 7.2 mit 85 zu 84 Punkten haarscharf vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: 6,3% schnellerer Prozessortakt, 2 GB mehr Arbeitsspeicher, 256 GB mehr externer Speicher unterstützt und nutzt HMP. Das Mi A3 hat auch seine Stärke und hat folgenden Vorteil: 3 Nanometer kleinere Halbleitergröße. Kameras. In der Kategorie Kameras gewinnt das Nokia 7.2 deutlich mit 69 zu 62 Punkten. Es schlägt sich hier bei folgenden Merkmalen besser: 5,2% mehr Megapixel der Hauptkamera. Es bietet eine manuelle Belichtungssteuerung und hat ein Markenobjektiv. Das Mi A3 kann auch punkten und hat folgenden Vorteil: 1,6-fach mehr Megapixel der Frontkamera. Audio. Bei der Kategorie Audio kommen beide Handys auf 62 Punkte. Es gibt hier keine fundamental abweichenden Spezifikationen. Akku. In der Kategorie Akku kommen beide Produkte auf 64 Punkte. Folgenden Punkt hat das Mi A3: 15,1% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. In der Kategorie Eigenschaften ist das Nokia 7.2 mit 85 zu 81 Punkten knapp vorne. Es glänzt hier mit folgenden Vorteilen: unterstützt NFC, 1,5-fach schnellere Uploads, benutzt eine 3D-Gesichtserkennung und hat Bluetooth aptX. Das Mi A3 kann auch punkten und hat folgende Vorteile: 12,5% schnellere Downloads und hat einen Infrarotsensor. Ergebnis. Mit 68 Punkten liegt das Nokia 7.2 in der Gesamtwertung knapp vor dem Xiaomi Mi A3 mit 63 Punkten. Für aktuelle Preise und Erfahrungsberichte auf Amazon könnt ihr einfach auf den Link in der Beschreibung unten klicken. Falls euch dieser Vergleich auf Basis von Produktmerkmalen gefallen hat, freue ich mich riesig über einen Daumen hoch. Wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt und warum. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.